So, hallo und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Dead Staffel 5. Zu Folge 8, glaube ich sogar schon. Und ja, ich habe etwas weiter gebaut und gefarmt auf jeden Fall. So, warte mal. So, jetzt. Ja, also, holy moly, geil. Den ganzen Tag habe ich mich heute richtig gefreut auf Minecraft, weil ich habe gestern ein paar Sachen geplant schon mal. Also ein paar Grundkonstrukte. Um halt auch ein paar Ideen zu haben, Bauideen auf jeden Fall. Ne? Ja, ich werde eben kurz farmen, bisschen Eisen und so. Ja. Ach, es ist sogar Nacht. Bruh. So. Ach. Ich wäre sogar mehrmals gerade eben gestorben. Aber ich bin natürlich der Pro-Gamer. Der stirbt nicht so leicht. Genau, ne Spaß. Also, ja. Wie gesagt, ich bin fast gestorben, aber. Das war wirklich haarscharf auf jeden Fall. Ja. So. Gehen wir schlafen. Und ja, ich habe auch den Weg weitergebaut. So wie der eigentlich sein sollte. Ne? Alter, das ist wirklich heute ultra heiß. Das war wirklich. Alter Schwede. So. Ihr seht schon da vorne. Ja, da sind da ein paar Baumstämme. Ne? Erstmal hier. Der Weg bei Kevins Haus. So rum. Ach, warte mal. Wir haben Hunger. Ärgerlich. Ja. Hier soll nämlich eine Dingsfarm hinkommen. Eine Süßbärenfarm. Mit hier an einem Lagerhaus. Hier. Genau. Warte mal. Ja, mit so einem Lagerhaus halt, weil ich glaube. Es wird auch schon viel, was da entstehen wird. Und hier soll ein kleines Weizenfeld hinkommen. Ja. Ich würde sagen, sogar wir fangen mit dem Süßbären Farm Gedöns da an. Weil es war die erste Idee, die ich da hatte mit der Farm. Genau. Um halt auch ein bisschen die Futterquelle auch safe zu haben, weil wirklich hier spawnt gar nichts. Nichts spawnt hier. Vielleicht ein paar Tintenfische oder Fische allgemein. Aber auf dem Land spawnt wirklich nichts. Gar nichts. So, also. Den Rest machen wir jetzt hier aus. Opfern wir für Stacks. Denn wir brauchen jetzt für Zäune ordentlich. So. Also Reblock den ganzen Tag heute auf der Arbeit hatte ich so Bock gehabt, weil ich eigentlich Ideen hatte, richtige zum Bauen von Sachen. Genau. Ah ne, brauchen wir. Also die Hitze ist echt unerträglich ohne Spaß, also. Aber naja. So. Zwei Tore müssten jetzt erstmal eigentlich reichen. So, ich werde mir ganz normalen Zäune platzieren. Achso, warte mal. Oh. Mein Fehler. Erstmal vergessen, den Dings anzumachen. Shader. So. Ne. Genau, so. So, jetzt aber. Halt hier. Man kommt hier so rein. Und hier ist eine Farm, also der Weg ist mal. Dann geht es so. Halt hier Bären. Ach Mensch. Hier Bären. Hier ein Weg, warte mal. Kurz testen, was hier so. Die Bären, hier Weg. Ja, das geht sogar. Oder machen wir es noch so? Ach komm. Nee. Machen wir das so. Weil. Genau. Man soll nicht sterben daran. Deswegen. Und der Server buggt ein bisschen. Ja, also irgendwie der Server zwischendurch hat er seine Macken auf jeden Fall. Aber. Naja.
Und Bella ist irgendwie auch verschwunden, irgendwie urplötzlich. Also, naja, ne? Gibt Schlimmeres. Hallo, Mensch. Dum, dum, so. Genau, also jetzt eine kleinere Süßbärenfarm, um halt wirklich den, um halt wirklich eine unendliche Futterquelle zu generieren. Oder zu erschaffen, besser gesagt. Ich meine, klar, die bringen zwar nur einen Hungerbalken pro Beere, aber. Aber ich meine, Essen ist Essen und. Genau. Vielleicht sollte ich ein paar Slabs platzieren, dass da halt nicht so viel überkommen kann. Oder St nee, ja, Steinerbsen. Ja, gut. Steine haben wir sogar hier. Das heißt, würde sagen, so ungefähr die. Das müsste jetzt eigentlich reichen auf jeden Fall. Das heißt, ach, geil, Minecraft, dass du ja so gut läufst. So. 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 Auf jeden Fall, nachher gehe ich schon baden gleich, nach der Folge. Mit Freundin. Mit Freunden, so. Nicht in. Freunden. Also Mehrzahl von Freunde. Genau. Und das wird richtig geil, weil heute ist wirklich. Die Hitze ist heute wirklich unerträglich. Gestern wollte ich mit meiner Mutter eigentlich baden gehen. Mein Bruder auch. Also mit meinem Bruder und meiner Mutter. Aber von Weitem kamen schon so Gewitterwolken auf uns zu. Und ich dachte so, ach, die ziehen rüber, dachte ich mir. Dann sind wir ganz kurz in OKF gefahren, um halt zu warten, ob es doch eventuell noch regnet. Kurz nach diesem, komm, lass mal einen OKF machen, hat es angefangen zu hageln aus dem Nichts. Und gefühlt ging die ganze Welt unter. Also. Ja, entspannter Ausflug auf jeden Fall. Das kann man schon mal so sagen. Es gibt nichts Besseres auf jeden Fall, als dann im Regen nochmal. Ja. Und unser Auto hat ein bisschen Schaden bekommen durch die ganzen Hagelkörner. Auch wenn die nur so ganz klein waren, ne? Trotzdem einfach. Oh Mann, ey. Ich will gar nicht wissen, wie viel, denke ich mir verliere, wie viel Lebensbalken durch die ganzen engen Wege. Aber man muss halt ein bisschen sich durchschlängeln, so, ne? Ein bisschen durchschlängeln und dann. Dann geht das schon, sag ich mal. Na Mensch, wir sind direkt über den Dings, über den Lagerraum und der Eingang zur Mine. Also die Mine ist echt groß und voller Eisen, voller Kupfer und Kohle. Ich habe zwar erst nur so einen kleinen Teil erkundet, aber der kleine Teil war schon mal sehr für sich sprechen auf jeden Fall. So, ne? So, dann ein bisschen pfuschen wieder mit Slaps. Aber ich meine. Das fällt dir eh kein Schwein auf, von daher. Und wir haben es jetzt. Ach, gut, gleich 3:45. Auf entspannt. So. Also, ich habe auf jeden Fall gerade Bock wieder zu zocken. Weil gestern war es so gewesen, also bei der Aufnahme, so ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock mehr gehabt auf die Welt, weil keine Bauideen, Bella ist so inaktiv geworden oder ist immer noch inaktiv. Aber dann dachte ich so, komm, baust du mal ein paar Skizzen, ne? Und bam, direkt ist die Bock, ach, ist die Lust, meine ich, sorry, wieder am Start. So, hallo, jetzt aber. Die ganzen Ta Tastenkombinationen aber sind extrem EZ, ey.
Ach so, ja, Bruh. Also bitte nicht mal und also bitte habt im Hinterkopf, ich bin neu mit Tastatur und so. War ja auf Controller irgendwie da, konnte ich laufen und alles gefühlt gleichzeitig, aber jetzt mit den neuen Tasten, sag ich mal. AIDS, AIDS, AIDS. So. Das erste ist sogar fast fertig sogar. Ich würde sagen, aus Zeitmangel machen wir die Weizenfarben da unten rechts. Nächste Folge. Genau. Weil ich habe ja noch ein bisschen was vor gleich. Und ich muss mich ein bisschen sputen, dass ich auch rechtzeitig mit der Folge fertig bin. Weil sonst ist halt blöd. Aber sobald Ferien sind oder Wochenende wieder, kommt wieder ein bisschen längere Folgen und auch ohne Zeitdruck, sag ich mal, ne? So. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Oh Mann. Oh. Der Zeitdruck auf jeden Fall ist wieder on point. 41 ist jetzt, ne? Ja. Machen wir so. So. Glas habe ich gerade unten, glaube ich. Das heißt. Ja. Oder Gas dabei? Natürlich nicht. Gut. Ich würde sogar sagen, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir jetzt mit der Folge. 12 Minuten. Ja. Warte. Ich hole kurz ein bisschen Glas. Ich weiß, das Glas wird nicht reichen. Aber schon mal anfangen damit. Ja, 6 Glasscheiben. Oh. Aber wir haben Sand dabei. Das heißt, hier ist Kupfer. Machen wir so. Oh, hier ist Eisen, stimmt. Machen wir so die Sand rein. Genau. Und aus den jetzigen Glasscheiben bauen wir schon die ersten Fenster rein. Also das erste Fenster speziell, weil mehr als eins bekommt man nicht hin. Und hier unten ist echt dunkel. So, das heißt so. So, 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 so. Und so, so. So, Leute. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und bis zur nächsten Folge. Haut da rein und ciao.